You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Wir machen heute in den Sumpf, weil wir brauchen Eisen. Ich habe hier drüben mal noch ein bisschen gebastelt. Ich zeig's euch gleich mal. Komm, hoch mit dir. Jawohl. So, hier drüben, da haben wir noch allerhand Dach mehr als vorher. Hau ab, scheiß Möwe. Sogar bis hier oben durchgezogen. Also das ist schon komplett finito hier auf der Seite. Wie gesagt, wir müssen hier noch einen Abzug reinmachen bezüglich einer Feuerstelle. Und hier kommen ja eh noch die zwei Dächer von den Eingangsbereichen mit rein. Dann sieht das nochmal etwas abwechslungsreicher aus. Aber so an sich bin ich schon ganz happy. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich habe gerade gesehen, dass wir hier vorne noch 50 Teer an der Kiste haben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich die einfach so reingeschmissen habe, bevor ich angefangen habe mit Bauen wegen Gewicht. Oder ob die da schon länger drin rumtümpeln. Ich hoffe nicht, aber auf jeden Fall habe ich noch 50 Stück. Das heißt, ich kann ja auch noch etwas weiter bauen. Dann lasst uns auf jeden Fall mal das Inventar leer machen. Nee, das kommt da nicht rein. Und dann machen wir uns auf in den Sumpf. Vielleicht treffen wir nochmal eine Monstrosität. Hätte ich Bock drauf. Damit wir die Wurzelrüstung endlich mal vollständig kriegen. Stein kommt hier unten hin. Ah, ja, so viel zum Thema. Ach, Mann. Obwohl, warte. Komm, ich bin schlau. Ich nehme mir jetzt 6 Steine weg. Und wir basteln hier fix einen Steinhaufen hin. Was mache ich denn? Hier. Schön in den Weg geräumt. Perfekto. Dann haben wir noch ein Holz und dann sind wir doch schon soweit ready. Da müssen wir uns mal noch fix was zu essen reinhauen. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir bloß noch eine Karottensuppe, aber das wird schon passen. Wir nehmen nochmal komplett ausgeruht mit. Sumpfiger Schlüssel ist am Start, der Rest ist repariert. Ja, komm, wir nehmen gleich mal die Nadelfeile mit. Und auf geht's. Knochenwanst, da gehen wir hin. Jo, da gehen wir ein bisschen Eisen sammeln, mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann haben wir genug Eisen, um uns endlich mal noch den Rest von der Rüstung zu machen und wenn noch eine Monstrosität sich erbarmt, hier mal vorbeizuschauen. Kriegen wir vielleicht auch noch einen Teil der Wurzelrüstung hin. Gifttrank ist am Start, sehr gesunden Met haben wir auch. Ich hätte noch mal oben gucken können am Fermentierer. Eventuell haben wir da noch was. Das müssen wir eh mal schauen. Krypte neu da hinten, die sind wir ja immer noch nicht fertig. Die war ja riesig groß, da gehen wir gleich wieder hin. Ja, falls ich heute irgendwie ein bisschen anders aussehe, also nicht ich, aber das Bild... Dann bedankt euch bei meiner Kamera, die sich einfach so entschieden hat, von heute auf morgen alle Einstellungen zurückzusetzen, die ich getroffen habe. Sehr schön, vor allem wenn man 1000 Mal irgendwie hin und her probiert, wie es gut aussieht. Ich hatte es ja schon mal gesagt, meine beiden Monitore sind einfach kacke. Deswegen habe ich jedes Mal angefangen, so kurze Videos auf YouTube hochzuladen und mir mit dem MacBook anzuschauen. Weil auf die Monitore, das Bild sieht 1000 Mal anders aus als überall anders, weil die einfach scheiße sind. Wird auf jeden Fall mal Zeit für was Neues. Ja, und zack, sind die Einstellungen wieder weg. Und ich habe es mir natürlich nicht gemerkt. Zumindest nur grob, aber... Also es kommt schon nah ran, aber es ist definitiv noch nicht das Bild, wie ich es vorher hatte. Ich habe es aber bisher jetzt auch mir nur auf dem Kack-Monitor angeschaut. Also, wenn es richtig kacke sein sollte, dann sei es mir verziehen. Nach der Folge hier schaue ich es mir nochmal auf dem Handy an, beziehungsweise auf dem MacBook. Um zu entscheiden... Was ich noch ändern muss. Ach, hier ist schon wieder so viel los, ey. Aber das hätte ich jetzt zeitlich nicht mehr geschafft, weil wir haben 17:30 und 19 Uhr soll die Folge kommen. Ach, guck mal, die ist noch komplett neu hier. Ja, dann gehen wir hier nochmal rein. Haut ab, haut ab, haut ab. Ich gehe hier rein und ihr könnt mich mal... Hoffentlich gibt es hier ein bisschen Eisen. Wir nehmen erstmal die ganzen Pilzis mit. Oh, hier haben wir doch schon was.
Ah, und wieder den Gürtel ausgezogen. Mann. So eine Kiste wäre mal wieder schön. Ah, das fände ich gerade richtig geil. Einfach Kiste, 20 Eisen. Da wäre ich happy. Ach, guck mal. Auf die Schnauze mit dir. Ist das eine Kiste? Ja, es ist... Ach, Mann. Ey, wie geil wäre das jetzt bitte gewesen? Ohne Scheiß. Und noch eine Kiste. Jawoll. Jawoll. Na Mensch, es klappt ja. Oh, hier sind ja noch mehr. Nochmal 17. Jawoll. Geil. Ich freue mich. Wie fett ist denn das bitte? Zack. Direkt einfach mal richtig viel Eisen. Jetzt müssen wir irgendwas wegpacken. Wir sind voll. Ach, geil. Beste Krypta bisher überhaupt. Überhaupt, bisher überhaupt, beste überhaupt. Ihr wisst schon. So. Weg damit. Wie viel haben wir denn jetzt? 30, 32 Eisen. In der Krypta waren wir 2 Minuten, wenn überhaupt. Wir könnten eigentlich mal das Portal mal mit hier hinternehmen. Weil wir rennen hier jedes Mal durch den Sumpf komplett durch. Macht eigentlich keinen Sinn mehr, das da vorne stehen zu lassen. Ich hoffe, ich denke dran, wenn wir das nächste Mal hierher machen. Aber mit 30 Eisen lässt sich gut scheißen. Nee, aber da kommen wir doch schon ein Stück weit. Aber eine Monstrosität lässt sich nicht blicken. Dafür ein kleiner Zorngeist. Ey, mein Freund. Der hält immer relativ viel aus, ne? Er macht zwar nicht so viel Damage dafür, aber... Zorngeist-Trophäe. Haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Auch geil. Die müssen wir demnächst mal noch auf dem Objektständer packen. Wünscht ihr euch auch eigentlich alle so langsam mal den Frühling? Also ich meine, es ist Januar, aber trotzdem, ich hasse Winter. Ich hasse es einfach. Ich verstehe Menschen nicht. Ich verstehe Menschen wirklich nicht, die Winter mögen. Also wenn einer von euch da draußen ist, deabonniert. Nein, Spaß, aber ich verstehe es einfach nicht. Was kann man am Winter mögen? Die Tage sind so fucking kurz. Es ist kalt, man kann nicht lange draußen sein. Man muss Schnee schieben, um mit einem Auto vom Hof zu kommen. Es ist einfach in allen Belangen Kacke. Es kostet extrem viel Kohle diese Monate wegen Heizung und so. Und auch so. Es ist einfach deprimierend, den ganzen Tag nur in Dunkelheit zu leben. Ich werde es nie verstehen, warum es Menschen gibt, die sagen, ich liebe Winter. Auch wenn jetzt Hochsommer auch nicht so das Geilste ist, gar keine Frage. Also jetzt hier so 40 Grad im Schatten. Ist jetzt auch nicht meins, aber ich würde lieber 40 Grad im Schatten nehmen als minus 20 Grad draußen. Meine Meinung. Könnt ihr ja mal mitteilen. Falls da unter euch da draußen ein Winterfreund ist, was die Beweggründe dafür sind, so komisch zu sein. So. Schön, da haben wir ordentlich Eisen. Und wir haben noch eine neue Trophäe, die nicht mehr in die Trophäenkiste passt. Jawohl. Was war das hier für ein Ding? Feenring? Ach, die komischen Viecher im Gebirge waren das. Ja, dann müssen wir es erstmal mit hier oben reinprügeln. Der ist immer noch am Machen und Mehren. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube... Nee, nach der letzten Folge habe ich das... Also falls ich es euch jetzt doppelt gezeigt habe, die hintere Seite, tut es mir leid, aber ich glaube nicht. Müsste ich eigentlich nach der letzten Folge gemacht haben. Sorry, ist schon wieder 2 Tage her. Und ihr wisst, ich merke mir nichts. Ich springe immer jeden Morgen aus dem Bett direkt auf den Reset-Knopf. So lebt es sich nämlich viel glücklicher. Gut, dann machen wir mal fix hier Inventar leer. Wir wollten, oder wir können eigentlich mal die Folge mal wieder zum Haldor machen. Wegen Angelroute und so. Komm, das machen wir mal.
So, uralte Rinde. Die haben wir, glaube ich, bei Sonstiges mit drin. Passt die noch mit rein? Natürlich nicht. Ach Mann, es ist alles viel zu voll. Zack. Edelstein. Schlamm war, glaube ich, auch voll. Nee, Schlamm ist nicht voll. Perfekt. Knochen haben wir noch. Weg damit. Knochen. Hä? Ach, hier. Und nochmal neue Pfeile, die wir überhaupt nicht brauchen. Aber egal. Hier, komm. Zack, nehmen wir alles mit. Können wir alles beim Haldor verklingeln. Boah, wir haben so viele Münzen. Ich glaube, es reicht, wenn ich einen so einen Stack mitnehme. Ja, schlafen gehen müssen wir ja nicht unbedingt. Beim Haldor ist ja immer ein schönes Lagerfeuer an. Knochenwanst, ABC, Händler. Hatte ich ja eigentlich gesagt, dass ich die Schilder umbenennen will und die Portale? Ich glaube nicht, oder? So, und es ist natürlich nicht Händler. Jawohl. Na, nur gut, dass ich die noch nicht umbenannt habe. Sonst wäre es ja jetzt langweilig. Hätte ich es ja auf Anhieb gefunden. Macht ja gar keinen Sinn. Erkundung. Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, welcher Haldor war. Mal gucken, wie viele Portale wir brauchen. Ich schätze 4. Erkundung war es. Ist hier ein Baum gewachsen? War der vorher schon da? Moin. Lange nicht gesehen, mein Freund. Hey, mach dein Lagerfeuer an. Was passiert denn eigentlich, wenn ich den haue? Geht das überhaupt? Nee, nicht schlimm. Und hier? Auch nicht schlimm. Okay. Stellt euch vor, der wäre jetzt abgehauen. Wir hätten ihn wiederfinden müssen. Ach, wäre das geil gewesen. So. Take a look at my rares. Machen wir. Weihnachtsmütze. Also ja, witziges Gadget. Ja, oder so, aber ganz ehrlich. War das Loxi hier drüben? Ja, aber ganz ehrlich, ich werde sie eh nie aufhaben. So, erstmal würde ich verkaufen. Bam, bam, bam. 1800 Münzen haben wir. So, wir wollten uns eine Angelrute gönnen. Und wir wollten uns Angelköder gönnen. Jawohl. Den Rest haben wir ja alles schon gekauft. Ich bin mal gespannt, was noch dazu kommt, weil auf der Roadmap für 2022 von Iron Gate stand ja erweitertes Händlerinventar. Mal gucken. Wäre geil, wenn noch ein paar coolere Sachen mit reinkommen. Also man hat es halt irgendwie schnell leer gekauft. Also zumindest ich, weil ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich den Typen gefunden habe. So, zack. 50 Angelköder sind ausgerüstet. Wie funktioniert der Spaß? Richtig weit weg, da sind immer die besten Fische. 26 Meter. Oh, jetzt hat... Hä? Sah so aus als 5 Meter. Oh, das hat mich schon Angelköder gekostet. Vielleicht muss ich die andere Maustaste drücken. Aber sah doch gerade so aus, als hätte was dran gezogen. Ah, da kommt er. Hey, ich habe einen voll guten... Am Haken habe ich. Und jetzt? Muss ich den einfach mit rüberziehen? Oh Gott. Was passiert hier? Hallo? Ich glaube... Ach, schön. Hä? Er hängt dort fest. Was soll ich tun? Ah, jetzt. Jawohl. Fisch entkommen. Nein, ist er nicht. Ich hab ihn doch. Check. Jawohl. Okay, vielleicht ist die Kante hier ein bisschen doof. Vielleicht sollten wir uns lieber hier runterstellen. Und jetzt haben wir den nochmal hier richtig weit. Komm, wir müssen 26 Meter knacken. Ah, ganz knappe Kiste. Schadi, schadi. Wir angeln uns durch die Mitternacht. Schön Mitternachtsangeln. So, jetzt zieh mal was dran da hinten, bitte. Ich würde gerne mal wissen. Oh, da kommt er. Düm, 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 düm. Zieh, Freundchen, zieh. Am Haken. Ach so, das wechselt dann nochmal. Der war vorher schon am Haken. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist, was ich hier tue. Aber es funktioniert irgendwie. Komm, zieh ran. Das war ein großer Fang, Leute. Und Thun... Nein! Es war vor allem Thunfisch. Ach, Menno, den will ich nochmal. Komm. Vielleicht sollte ich doch nicht so weit auswerfen. Da muss ich auch so lange ziehen.
Aber schön, das müssen wir auch mal gemacht haben. Gehört er mit zum Spiel. Und Fische brauchen wir eh für die leckeren Fischhäppchen. Da ist doch gut, dass wir uns hier eine Basis am Wasser gebaut haben. Ich weiß nicht, muss ich jetzt warten, bis am Haken da steht? Wahrscheinlich nicht. Es reicht doch, wenn ich da was sehe. Jetzt, guck mal. Zack. Komm, lass wieder ein Thunfisch sein. Ich würde gerne mal wissen, ob das was anderes ist. Ob das irgendwie mehr Nährwerte mit sich bringt als normaler Fisch oder so. Kann ich den jetzt hier, während der hier dran ist? Ach, ein Hecht. Wer kennt's nicht? Der gute Hecht. Ach, Mensch, den habe ich auch schon gefangen. Als kleiner Junge damals. Immer schön auf Hecht-Jagd gegangen. Schön, da haben wir doch schon drei. Nö, ist alles roher Fisch. Okay. Komm, einen machen wir noch. Wir werfen den aber gleich hier vorne hin. Dann brauche ich nicht so lange ziehen. Aber eigentlich so ganz gut mit der Angelrute, weil Fisch ist ja nun wirklich kein schlechtes Lebensmittel. Und wenn wir das einfach so direkt hier ein bisschen angeln können, brauche ich nicht groß auf die Suche gehen. Jawohl. Und her mit dir, mein Freund. Hä? Ah, nein. Hier. Ah, ich kann sie einfach so auffangen. Ah, schade, aber einen haben wir. Da wollten gleich zwei von den kleinen Barschen ran. Ihr Schweinepriester. Na gut. Vier Stück haben wir. Ich pack die Angel mal wieder ein. Ach, Mensch, wir haben hier ein bisschen Leinzwirn rumliegen, würde ich mal behaupten. Her mit dir. Sehr schön. Dann gucken wir gleich mal, was haben wir hier noch? Ach, eine Fackel. Hm. Guck mal, wir hauen mal. Eigentlich brauchen wir auch nicht dreimal Fleisch. Wir könnten statt einmal Fleisch auch noch Fisch machen. Nehmen die beiden Sachen hier raus und hauen das mit hier rein. Und packen hier unten mal den Fisch hin und da können wir auch direkt noch Angel und Zeugs mit reinpacken. Wir schauen mal fix, was das Eisen macht und können hoffentlich mit dem Eisen und dem Leinenzwirn schon was basteln. Ah, 6 Stück nur, weil Kohle wahrscheinlich leer. Das war wieder dumm von mir. Nee, das ist keine... Ah, nein, wir haben keine Kohle. Ach ja, das ewige Kohleproblem. Die Münzen waren so schwer. Auch geil, oder? Wenn du vor Erschöpfung kaum noch laufen kannst, weil du zu viel Münzen in der Tasche hast, dann musst du Robert Geis heißen. So, rein damit. Können wir eigentlich auch mal noch mehr bauen von? Ja, obwohl, eigentlich muss ich es mir nur angewöhnen, die ab und zu mal voll zu machen. Hatten wir jetzt noch restliches Eisen? Wenn dann nur ganz wenig. Eins haben wir hier. Jetzt lasst mal kurz schauen, was Rüstung kostet. Weil wir haben bisher nur den gepolsterten Helm, der Rest ist noch die Wolfsrüstung. 10 Eisen, 20 Leinzwirn. Also am Leinzwirn wird es nicht scheitern, aber am Eisen. Oh, da kam ein kleiner Dings da hoch. Ja gut, ich brauche jetzt hier auch nicht warten. Dann würde ich sagen, wir machen in der Zwischenzeit, wo die Kohle brutzelt, schnappen wir uns mal noch ein bisschen Teer. Und auch nochmal Holz. Und dann können wir doch mal hier oben noch ein bisschen weiter basteln, dass wir auch mal wieder ein Stück zusammen machen. Und in der Zeit kann die Kohle schön brutzeln. Und wir machen noch Eisen und holen uns dann in der Folge definitiv noch eins von den zwei fehlenden Teilen der gepolsterten Rüstung. So, Holz wollte ich. Ja, ist doch gut. Oh Gott, bitte, bitte lass es mich merken, dass ich das Eisen da reingepackt habe. Ihr kennt mich. Ich suche dann in 10 Minuten, wenn Ende der Folge ist, wieder ewig lang nach dem Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Irgendwie hört sich das Wort gerade komisch an, weil ich so oft gesagt habe. Aha! Ah. Genau durch sowas passiert so ein Scheiß, dass ich hier andauernd sterbe. Dann gehen wir eben erstmal hier rüber. Wir kommen hier nicht wirklich hoch. Ist ja egal, welche Seite wir zuerst machen. Wir schnappen uns einmal das Ding hier und Attacke.
Bin ich froh, dass ich die Sonnenstrahlen ausgestellt habe. Und bin ich froh, dass du da draußen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, mir den Tipp gegeben hat. Sonst wäre ich gerade wieder völlig verblendet gewesen. Verblendet? Geblendet? Ah, ihr wisst schon. Beides wahrscheinlich. So, zack. Ach schön, es geht voran. Das Dach steht bald. Ich habe halt wirklich riesig groß Bock, diesmal hier so auch in eine Richtungstechnisch mal ein bisschen mehr zu zaubern. Die restlichen Gebäude von mir, ihr wisst, die waren alle so ein bisschen kühl und eigentlich gar nicht eingerichtet. Aber wir kommen auch langsam so ein bisschen in den Holzmangel rein, ne? Wir haben gar keine... Hier lagen noch 50, aber die ganzen Stapel, die wir hier stehen hatten, sind alle weg. Wahnsinn, ne? Wenn ich überlege, wie viel das war. Ja, also definitiv diesmal ein bisschen mehr Inneneinrichtung. Dass das alles mal ein bisschen schicker aussieht. Ja, da muss ich definitiv mal zeitnah noch Holz sammeln gehen. Knochenwanz hatten wir uns wieder geholt. Super, dann brauche ich jetzt wieder den uralten. Na gut, wir haben noch ordentlich Holz in der Kiste, aber reichen wird es wahrscheinlich trotzdem nicht. Und Teer müssen wir natürlich auch wieder suchen. Na, wie viel haben wir noch? Ah, nicht ganz. Nee, ein bisschen brauchen wir noch, aber ich glaube, wenn wir nochmal eine ordentliche Teergrube finden, dann müsste es reichen. Und hier liegt wahrscheinlich auch überall noch einzelnes Teer rum, weil ich ab und zu mal irgendwas abreiße. Wäre auch so ein Verbesserungsvorschlag von meiner Seite aus an die Entwickler, dass wenn man eine Sache einreißt, dass man das direkt im Inventar aufnimmt. Weil das finde ich echt nervig. Du stehst hier, verbaust dich, reißt es ab und es fällt halt irgendwo runter oder am besten hier irgendwo dazwischen, hier so darunter halt, wo wir die ganzen Rundhölzer haben. Das ist halt immer ein bisschen Mist. Vor allem, wenn du auch kein Material mehr einstecken hast. Stehst hier, verbaust dich, baust es wieder ab, willst es dran bauen, geht nicht mehr, weil Material ist runtergefallen, war dein letztes. Musst du erst wieder runterrennen, wieder hoch. Ja, ein bisschen doof. Ich denke, das wäre auch nicht so realitätsfern, dass wenn man irgendwie eine Sache abreißt, dass man die auch direkt in der Hand hat, also... Huch, das könnte man schon machen, denke ich. Ja. Da haben wir es wieder. Da unten liegt's. So, lass mal nach der Kohle gucken, weil die müssen wir natürlich auch noch in die Fermentierer, genau. In die Schmelzöfen packen. Sonst wird das die Folge nichts mehr mit gepolsterter Rüstung. So, zack. 13 und hier, wir brauchen da bloß noch 3, ne? Mach mal ein bisschen hinne. Sowas hier nervt mich ja. Muss ich auch irgendwann alles nochmal bearbeiten. Ich dachte gerade, was sitzt denn da oben? Aber ich habe da Werkbänke hingezimmert. Ah, ich muss sagen, so einerseits fände ich es schon fast schade, hier noch eine zweite Etage reinzuziehen. Also es ist der Plan aktuell und ich werde es, glaube ich, auch so machen. Aber durch die Größe wirkt halt dann das Gebäude einfach viel geiler. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das da mal noch alles zu ist und du kommst hier rein und hier stehen nicht tausende Leitern rum, das ist einfach so ein bisschen... Ja... Halt, er sieht halt einfach geil aus, ne, so ein Riesending. Sieht geil aus, so ein Riesending. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also, ich fände es schon wieder schade, weil wenn du dann hier eine zweite Etage reinziehst, dann hast du wieder bloß so eine niedrige Decke. Und so wirkt es halt schon irgendwie geil. Aber eigentlich wollte ich alles so zwei Etagen und ganz viele kleine Räume machen. Ah, ich bin mir unsicher. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Helft mir mal bei der Entscheidung. Ich bin mir echt unsicher. Was sagt denn ihr? Sieht das geiler aus, wenn wir hier reinkommen und man sieht einfach die Größe des Gebäudes, oder wäre es geiler, zweite Etage und überall viele kleine Räume? Ich meine, wir können auch hier unten kleine Räume machen. Obwohl es halt schwierig ist, weil wenn wir hier Räume machen, brauchen wir auch irgendwie eine Decke. Sonst haben wir ja überall nur so Wände drin stehen, halt so übereinander. Ah, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gern mal. Ich möchte das nicht immer alleine entscheiden. Ihr habt hier genauso den Pflichtanteil mitzuwirken, liebe Zuschauer.
So, zack, wie viel Kohle haben wir? Reicht. Drüben ist ja auch schon genug drin, aber dann können wir wahrscheinlich beide gleich voll machen. Oh ja, oh ja, oh ja, gib mir das Eisen, Baby. Zack. So, 5 Stück reicht aus. Ah, wir haben sogar direkt 10 einstecken. Linesworn ist auch am Start. Hat es noch irgendwas gebraucht? Nö. Mach mal einen Brustpanzer erstmal, oder? Guck mal, schmieden und ausziehen. Geht alles gleichzeitig. Oder auch nicht. So, zeig mal her das schmucke Ding. Ja, ist okay. Unterscheidet sich jetzt nicht so riesig. Also schon, doch schon ein bisschen, aber... Ja, gut, eigentlich schon dolle. Aber trotzdem. Es sieht ein bisschen sportlicher aus, muss man sagen. Dann brauchen wir tatsächlich nur noch den Beinschutz. Und das braucht auch nochmal 10 Eisen. Die haben wir aber. Komm, ich packe gleich mal den Rest noch rein. Und ich habe mir gemerkt, dass wir es in der Holzkiste haben. Hä? Ach. Ich bin auch wieder schön doof. Natürlich das fertige Eisen mitgenommen. Nee, ich wollte doch das Erz. Wir müssen doch noch Erz haben. Ich habe doch 30 Stück gesammelt. Da war's. Da war's. Was hatten wir jetzt? 8 Stück hier, 4 hier, 12 Stück, ne? Ja, kriegen wir auch noch hin. Perfekt. Ich weiß nicht, können wir gerade pennen? Ist es schon irgendwie Nacht? Sieht nicht so aus, ist wahrscheinlich nur schlechtes Wetter. Aber wenn es klappt... Ah, sieht nicht gut aus. Nasse war auch noch. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Drückt mal die Daumen. Come on, come on, come on. Trockne schneller. Okay, passt. Weil, dann macht er doch jetzt hier schön in der Nacht Eisen. Ihr hört es im Hintergrund. Bam, bam, bam. Und... Dann kriegen wir vielleicht sogar noch das dritte Teil der Rüstung hin. Da haben wir natürlich einiges geschafft. 30 Eisen gesammelt, 2 Rüstungsdinger gemacht, ein bisschen Dach weitergearbeitet. Da haben wir mal wieder was geschafft. Das freut mich. Wir stehen vor der 500. Zack, her damit. Zack, her damit. Linesworn haben wir noch 20 übrig, sollte auch passen. Jetzt müssen wir gucken. Brustpanzer haben wir, ne? Ja, nicht, dass ich es hier doppelt mache. Das wäre äußerst schlecht. Zieht das Ding aus hier. Bam. Jetzt stellen wir uns gleich mal hin. Und einmal anziehen, bitte. Ah, man sieht jetzt nicht viel, weil das Oberteil halt natürlich ein bisschen drüber geht. Aber okay. Sieht alles in allem schon ganz schick aus. Müssen wir es bloß in Zukunft alles noch upgraden. Wir gucken gleich mal. Was kostet der Spaß? Oh, 3 Eisen bloß noch. Beinschienen auch. Helm 5. Okay. Da brauchen wir ja bloß noch Linesworn. Ey, geil, dass das so wenig kostet. Also an Eisen. Ich meine, Linesworn haben wir ja relativ viel. Also jetzt gerade nicht, aber können wir herstellen. Ah doch, bam. Oh, 40 Linesworn. Ja, komm, wir hauen uns eine Himbeere rein. Folge ist gleich rum. Möchte jetzt nichts Gutes fressen. So, ey, geil. Da können wir ja gleich hier aufwerten. Perfekt. Komm, wir fangen mit... Nee, wir fangen mit dem hier an. Der kostet nur 3. Brustpanzer. Zack. Nächste kostet 6. Zack. Nächste würde 9 kosten. Können wir uns dann nicht mehr leisten. Und dann haben wir den schon mal auf der 3. Und der bietet jetzt... einen Rüstungswert von 30. Hier haben wir 26. Okay. Das ist doch ziemlich nice. Ah, jetzt fehlt uns noch ein Eisen. Dann können wir das andere noch machen. Warte mal, hier vorne kommt bestimmt noch was raus, oder? War das schon alles? Nee, es war alles. Hat wirklich über Nacht alles gebrutzelt. Oh, hier ist keine Kohle drin. Hier ist noch eins drin. Hier auch. Ah, wir sind bei 29 Minuten. Heute geht's mal über eine halbe Stunde. Yay! Komm, wir hauen hier. Habe ich Holz? Nein, ich habe kein Holz. Ich möchte das mit euch jetzt noch upgraden. Da habe ich gerade Bock drauf. Dann
können wir uns zumindest noch eins leihen. Achso, wie sah es denn vom Leinenzwirn aus? Moment, Moment. Nee, 30. Achso, nee, hier unten. Doch, genau 10. Passt. Okay. Ja, komm, da können wir das eine noch upgraden. Dann sind wir doch richtig weit gekommen, die Folge. Das freut mich. I am happy now. Komm, hau hier ein bisschen Kohle raus. Wir sind in der Überlänge. Und hier drüben auch gleich. Ah, jawohl. Und du auch nochmal hier drüben, komm. Oh, der sitzt fest. Ja, jetzt kam er. Schön. Ach ja. So, komm, 4 Kohle reichen. Press in Ruhe später weiter. Wir brauchen da bloß noch eins. Da haben wir hier alle 4 hier drüben rein. Vielleicht geht's dann schneller. Na komm. Jawohl. Perfekt. Ja, sehr, sehr geil. Da haben wir das Ding auf der 3. Haben die Beinschienen schon mal auf der 2. Ja, vor allem, wenn wir dann in Zukunft noch mal ein bisschen Eisen abbauen, weil wie gesagt, Leinenzwirn können wir ja schon echt viel herstellen. Wir haben ja auch die Felder voll und so weiter. Also daran wird es nicht scheitern. Noch mal ein bisschen Eisen sammeln, dann haben wir das ja relativ schnell auf Max. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass es so schnell geht. Aber dann sind wir natürlich ordentlich unterwegs. Cool, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Folge. Wenn ja, zeigt es mir noch gerne mit einem Abo. Und dann geht's morgen, nee, übermorgen, 19 Uhr weiter. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.